Tannenbaum von Gisela Kölles. In einem kleinen Haus am Rande der Stadt lebte ein Mann, der schon sehr, sehr alt war. Soweit er zurückdenken konnte, hatte er in diesem Haus gewohnt. Er hatte miterlebt, wie die Stadt allmählich wuchs und größer wurde, wie die Gärten verschwanden und immer neue Hochhäuser und Supermärkte gebaut wurden. Die Leute in den neuen Häusern kannten den alten Mann nicht. Sie kannten nicht einmal ihre nächsten Nachbarn. Sie gingen morgens eilig aus dem Haus, kehrten abends müde zurück und hatten den ganzen Tag nicht in den Himmel geschaut, die dicken Wolken nicht gesehen und erst recht nicht die Sonne, den Mond oder die Sterne. Der alte Mann dachte an früher, als er und seine Geschwister an den dunklen Nachmittagen in der Adventszeit um den Ofen saßen und die Mutter Geschichten erzählte. Damals hatten die Kinder goldene Papiersterne in die Fenster gehängt, damit das Christkind an Weihnachten den Weg zu ihnen fand. Da fiel dem alten Mann ein, dass er doch irgendwo eine Rolle Goldpapier haben musste. Er begann, in Schränken und Schubladen zu suchen. Er fand das Goldpapier. Nachdenklich hielt er es in der Hand. Dann begann er, Sterne auszuschneiden und betrachtete stolz sein glänzendes, funkelndes Werk. Wie früher, freute er sich. Und sein Fenster glänzte mit den Sternen tatsächlich weihnachtlich in den dunklen Nachmittag, der langsam in den Abend überging. Da schaute der alte Mann hinüber zu den hellen Leuchtreklamen. Ob das Christkind meine Sterne überhaupt sehen wird? Grellbunt leuchteten die Schilder der unzähligen Geschäfte. Und aus den Lautsprechern erklangen Weihnachtslieder. Selbst wenn das Christkind meine Sterne sehen könnte, ich glaube nicht, dass es sich hier wohlfühlen könnte, dachte der Alte traurig, denn das, was er vor dem Fenster sah, hatte so gar nichts mit der gemütlichen, herzenswarmen Vorweihnachtszeit seiner Kindheit gemeinsam. Ich will hinausgehen, das Christkind suchen und ihm den Weg zu meinem Haus leuchten, mit den Sternen. Bei mir zu Hause ist es ruhig und warm und besinnlich. Das wird dem Christkind gefallen. Noch am selben Abend machte sich der Mann auf den Weg, das Christkind zu suchen. Ein gewaltiger Sturm kam auf, tobte und riss die blinkende Weihnachtsdekoration von den Kaufhäusern. Dann fiel auch noch die Stromversorgung aus. Die Lichter erloschen und die Weihnachtslieder aus den Lautsprechern verstummten. Die ganze Stadt lag in tiefer Dunkelheit und Stille. Der alte Mann ging durch die Straßen, vorbei an hohen Häusern, vorbei an lichterlosen Schaufenstern und verschlossenen Türen. Niemand hörte ihn, niemand schaute ihm nach. Die Leute waren die Dunkelheit und die Stille nicht mehr gewohnt. Sie blieben in ihren Häusern, waren ratlos und hatten auch ein bisschen Angst. Der alte Mann ging weiter und weiter. Er ging aus der Stadt hinaus aufs Feld, zum Hügel, wo sich Himmel und Erde berühren. Stunde um Stunde verging, ehe der Sturm sich legte. Schließlich trieb der Wind die Wolken fort. Am Himmel stand groß und blass der Dezembermond. »Seht mal, der Mann im Mond!
riefen die Kinder in den Häusern. Da erinnerten sich die Erwachsenen, dass sie früher solche und andere Geschichten erzählt hatten. Sie schauten mit den Kindern in den Himmel und betrachteten den Mond. Auf einmal sahen sie noch einen anderen Glanz am Horizont. Die Menschen waren froh, ein Licht zu sehen. Ob es dort Strom gab? Sie nahmen ihre Kinder an der Hand und machten sich auf den Weg nach draußen, dahin, wo sie den Lichtschein vermuteten. Sie gingen durch die Stille, über Wiesen und Felder den Hügel hinauf. Als sie oben ankamen, sahen sie einen Mann, der hängte goldene Sterne an einen Baum. »Wie Weihnachten«, flüsterten die Kinder ehrfürchtig, und sie begannen ein Weihnachtslied zu singen. Erst leise und dann immer lauter. Und schließlich sangen auch die Erwachsenen mit. Der alte Mann hielt inne. Er hörte das Singen. Und nun wusste er, das Christkind war da, mitten unter ihnen. Da nahm der alte Mann die Sterne vom Baum und schenkte sie den Kindern. Die Kinder aber trugen die Sterne in ihre Stadt.